Hallo meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV, mein Name ist Maverick Berlin und zwar kommt jetzt meine persönliche Prognose zum viertletzten Bundesligaspieltag der diesjährigen Saison. Und zwar steht der 31. Bundesligaspieltag auf dem Programm und der kommt jetzt. Ich war eine Woche weg, ja. Eine Woche habt ihr Pause von mir gehabt und muss sagen, hab in der Woche die DFB-Pokal-Prognose zum Halbfinale, ne, verpasst. Ne? Und ich habe die Spiele auch nicht geguckt und erst nach einem beziehungsweise zwei Tagen die Resultate gesehen. Und ich hätte das so in diese Richtung auch gesehen. Ne? Für mich war Leipzig auf dem aufstrebenden Ast und Favorit als Titelverteidiger in Freiburg. Und obwohl Stuttgart seit Wochen unter Hoeneß sich stabilisiert hat, ist Frankfurt auch eine extrem krasse Pokalmannschaft. Haben ja gegen Bayern vor 4-5 Jahren auch den DFB-Pokal gewonnen und kommen da auch immer sehr weit so gesehen. Kein Finale, das jetzt überrascht, ne? Wenn man sich diese Halbfinale-Resultate anguckt. Natürlich ziemlich deutlich, das 5-1 der Leipziger in Freiburg. Aber passiert manchmal, ne? Vor allem im Pokal. Ja? So gesehen Leipzig gegen Frankfurt, ziemlich stabiles, starkes Finale, kann man da erwarten. Ja? Die nächste Sache, jeder, der mir jetzt noch gratuliert unter dem Video, ne, dem möchte ich im Voraus Dankeschön sagen. Ich bedanke mich bei allen, die mir Instagram, Facebook und sonst wo überall gratuliert haben, zum 41. Geburtstag. Der Onkel ist 41 geworden, am 3. Mai, um genau zu sein. Deswegen bedanke ich mich für alle Glückwünsche, die mir schon gratuliert haben. Und alle, die mir noch nachträglich unter diesem Video gratulieren, vielen, vielen Dank vom Herzen für eure Glückwünsche. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir zur Tagesordnung rüber. Uns erwarten ja auch schon wieder die europäischen Halbfinale demnächst. Und dann geht es auch schon in die ganz, ganz heiße Bundesliga-Phase. Napoli ist nach der Meisterschaft mit Maradona italienischer Meister geworden. Also Glückwunsch nach Napoli. Da wird jetzt sicherlich zwei Wochen lang extrem krass gefeiert. Ne? Unfassbarer Erfolg. Ne? Haben sie auf jeden Fall verdient. Ich habe sie auch in der Champions League zumindest im Halbfinale gesehen. Hat leider nicht ganz geklappt. Aber eine sehr starke Saison gespielt. Ja, ein Novum, ich glaube das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte, wenn ich mich nicht täusche, zwei Freitagsbegegnungen heute. Und zwar Leverkusen gegen Köln und Mainz gegen Schalke und nur eine einzige Sonntagsbegegnung mit Dortmund gegen Wolfsburg. Beginnen wir mit den Freitagsduellen Leverkusen gegen Köln. Und ja, das ist eine ganz klare Kiste. Ich denke, Köln hat genügend Punkte, um sicher drin zu bleiben. Ja? Da gibt es auf jeden Fall drei schlechtere, obwohl Köln auch jetzt keine überragende Saison gespielt hat und auf dem absteigenden Ast ist. Ja? Und natürlich jetzt auswärts der extreme Außenseiter ist in Leverkusen. Leverkusen seit 14 Spielen mit Europapokal und Bundesliga ungeschlagen. Das ist 1A, Freunde. 14 Spiele, was für ein Run. Ja? Sie versuchen mit Alonso noch die Champions League da nochmal kurz anzuklopfen. Zumindest versuchen sie Druck aufzubauen, ja, auf Platz 4. Und das werden sie auch zu Hause gegen Köln machen und demonstrieren. Ganz klarer Leverkusener Sieg gegen Köln, meiner Meinung nach. Ich habe hier ein 5-1 stehen. Ich sage, Leverkusen gewinnt klar und deutlich gegen Köln. Ist eine 1,62er Quote auf Heimsieg Leverkusen und 0-1 Handicap 1 ist eine stabile 2,55er Quote. Dann sind wir bei Mainz gegen Schalke und ich muss sagen, die Schalker werden jetzt natürlich weiterhin kämpfen, kämpfen, kämpfen. Spielen eine viel bessere Rückrunde als alles davor. Ja? Natürlich brauchen sie noch Punkte, ja? Wie alle anderen, die ganz unten stehen. Ja? Und die werden natürlich jedem jetzt versuchen, das Leben so schwer wie möglich machen. Aber qualitativ sind sie natürlich dezimiert. Ja? Und Mainz hat jetzt zwar letztens verloren, aber haben davor einen sehr stabilen Run gehabt, ohne Niederlage. Und ich habe hier zwar in Klammern als Zweitergebnis ein 1-1 stehen, würde mich nicht überraschen, ein Unentschieden.
Aber ich muss sagen, Mainz qualitativ um einiges besser und das werden die Schalker in Mainz nicht packen, das durchzustehen. Auf Schalke in Gelsenkirchen wäre das eine andere Partie für mich. In Mainz keine Chance. Ich sage, Mainz besiegt Schalke mit 3:1. Ist eine 1,62er auch hier für den Heimsieg der Mainzer und beide treffen mit 1,65er. Samstagsbegegnungen. Freiburg-Leipzig. Und ja, die spielen das zweite Mal jetzt gegeneinander in einem Pflichtspiel. Vor ein paar Tagen noch im DFB-Pokal hat Freiburg zu Hause klar und deutlich mit 1:5 verloren gegen Leipzig. Und ich denke einfach aufgrund, dass Leipzig schon seit den letzten Wochen auf einem aufstrebenden Ast ist, ja, und die Freiburger nicht mehr ganz so stabil, ja, und vor allem spricht auch was für die Leipziger, dass Nkunku wieder am Start ist. Jetzt haben sie den politischen Vorteil, den psychologischen Vorteil, dass sie in der Woche schon in Freiburg klar und deutlich im DFB-Pokal gewonnen haben und den Finaleinzug klar gemacht haben. Und es geht in diesem Duell auch um die Champions League. Ja, eine ganze Menge Geld, Prestige. Und ich denke, ich würde es mir wünschen vom Herzen, dass die Freiburger dieses Spiel nicht verlieren. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen und sage, das wird diesmal ein minimalistischer Sieg, aber Sieg Leipzig. Und zwar wird Leipzig in Freiburg 1:0 gewinnen. Das ist eine 1,85er auf Leipzig. Für mich eine -2,5-Partie mit einer 1,90er-Quote. Hoffenheim-Frankfurt. Frankfurt zwar im DFB-Pokalfinale, in der Bundesliga aber sehr, sehr schlecht seit Wochen. 8 Spiele ohne Sieg, Freunde. 8 sieglose Spiele. Hoffenheim hatte mal einen Run mit 2 Siegen, dann wieder Niederlagen, aber auch ein 1-1 gegen Bayern. Und ich muss sagen, ich sehe trotz allem Frankfurt hier unterlegen. Ja? Nach dem Wochenspiel, Hoffenheim braucht noch Punkte zum Verbleib und mit Kramaric sind sie zu Hause manchmal unberechenbar. Ich sage, Hoffenheim wird Frankfurt 2:1 zu Hause besiegen und Frankfurt bleibt weiter ohne Sieg, auch im 9. Spiel. 2,35er auf Heimsieg Hoffenheim. Gladbach-Bochum. Bei Gladbach geht es um gar nichts mehr. Da verlässt ja die halbe Mannschaft den Verein. Und ich will jetzt nicht sagen, dass der Busfahrer auch geht, aber da gehen ziemlich viele. Und die können nicht mehr oben anklopfen, europäische Plätze, können auch nicht mehr Relegation um Abstieg anklopfen. So gesehen ist das so ein Spiel, gute Laune, Hauptsache die 4 Partien irgendwie hingebuttert bekommen. Und Bochum muss kämpfen, jeder Punkt zählt. Und ich denke, Bochum erkämpft sich einen Punkt in Gladbach, dass sie nicht mehr so fokussiert sind. Ich traue den Bochumern dort 2er Sieg zu, aber zumindest ein x2, dass sie dort nicht verlieren, 1-1. Für mich ist es eine 3,90er auf Unentschieden. Augsburg-Union, die Augsburger 7 Spiele sieglos, ziemlich schlecht. Ne? Ob sie da jetzt noch in Abstiegsstrudel geraten, glaube ich nicht mehr. Ne? So in Köln-Level ist das für mich so. Ne? Und Union ja, hat die Champions League vor Augen. Da wird jetzt nochmal, die haben es geschafft, dass sie in Gladbach gewonnen haben. Die werden gegen diese schwachen Augsburger alles dran setzen, dort zu gewinnen. Und ich sage, es wird zwar knapp und nur mit einem Tor, aber Union wird sich die Champions League nicht mehr nehmen lassen und in Augsburg mit 2:1 gewinnen, mit einer 2,50er-Quote. Hertha Stuttgart, für mich eine sehr torreiche Partie. Die Hertha ist 6 Punkte zurück bei 4 Spielen. Der Drops ist gelutscht. Ja? Wir gehen in die zweite Liga. Gratulation. Nach 500 Millionen Euro Geldspritze geht es in die zweite Liga. Stuttgart zu gut drauf. Ja? Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, 4 Spiele in der Bundesliga ungeschlagen. Unter Hoeneß ziemlich stabil offensiv. 2-3 Niederlage, 2 im Pokal jetzt gegen Frankfurt, aber sind auf einem sehr guten Ast, die Liga zu halten. Und ja, Hertha selbst mit einem Sieg. Sie werden alles dran setzen, aber der Sieg hätte schon gegen Bremen kommen müssen. Und die sind einfach schlecht. Man muss sagen, das ist einfach schlecht. Offensiv geht hier und da was. Jetzt haben sie gegen Bayern sehr lange gemauert, bis zu 75. Das 0-0 hat es am Ende auch nicht gereicht, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Für mich ein sehr torreiches Spiel. Schlagabtausch, wird sich jeder eine Bombe geben, hin und her. Ja. Am Ende wird Stuttgart mit 5:3 gewinnen. Ich sage, Hertha verliert zu Hause 3:5 gegen Stuttgart, eine sehr torreiche Partie. Für mich ein ganz klares über 3,5 mit einer 2,95er-Quote. Auswärtssieg Stuttgart 2,20er. Und somit fast der Verbleib für die Stuttgarter, also zumindest dann ein sehr großer Schritt zum Ligaverbleib. Bremen gegen Bayern, klare Kiste. Bremen ist dem nicht gewachsen, Bayern weh zu tun. Zwar sind die Bayern auch nicht gut drauf. Ja? Und sicherlich ist für mich die Schlüsselpartie um die deutsche Meisterschaft die gegen Leipzig. Ja? Sage somit 1-3 Bayern-Sieg zwar gegen Bremen,
Aber deutsche Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Ja, Bayern gewinnt in Bremen mit 3:1. 1,32er Quote auf Bayern. Beide treffen 1,52er. Und die Sonntagsbegegnung Dortmund gegen Wölfe ist für mich eine ganz klare Kiste. Nach dem in Anführungsstrichen Betrug, man guckt sich einfach die Bilder dann nicht an. Ne? Zu viel wurde geredet. Ich habe über dieses Spiel gar nichts gesagt. 1-1 in Bochum. Ich habe gesagt, es kann am Spiel gegen Bochum scheitern. Aber nicht so. Ich habe es nicht geguckt. Ich weiß nicht mal, um was für Skandale es in dem Spiel geht. Aber glaube dem, was ich gelesen habe und gehört habe. Und jeder, der mit mir gesprochen hat, der ein bisschen Ahnung hat, meinte, unfassbar, was dort passiert ist. Muss er sich angucken. Ganz glasklarer Elfmeter. Ja? Und ja, da sieht man wieder, dass die Bayern dann immer noch die Kontakte haben, um das auch und versuchen, alles dran zu setzen, es auch auf dem nicht sportlichen Weg zur deutschen Meisterschaft zu bringen. Ich hoffe, dass Leipzig trotz allem den einen Strich durch die Rechnung macht. Ja? Wölfe, ja, Champions League können sie nicht mehr attackieren. Ob sie jetzt unbedingt Conference Cup spielen wollen, Conference League, sei dahingestellt. Ja? Keine Chance in Dortmund, die das stabilste Team zu Hause sind. Dortmund besiegt Wolfsburg ganz klar mit einem Kantersieg 5:1. 1,50er Sieg Dortmund, über 3,5 Tore in diesem Spiel, ist eine Zweierquote. So denke ich, dass dort halt viele Tore fallen. Und den Wölfen traue ich ein Türchen zu, aber sehr viele, die sie reinkriegen werden. Ja? Und dann geht es im 32. Bundesligaspieltag weiter, Freunde. Und der Kampf bleibt offen bis zum bitteren Schluss. Ich bedanke mich für jeden Daumen hoch. Nochmal für alle Glückwünsche, die jetzt noch kommen. Wünsche euch einen wunderschönen 31. Bundesligaspieltag und wir sehen uns dann in der Woche mit dem nächsten Video wieder. Mein Name ist Maverick Berlin, ihr wart auf Maverick TV. Peace out und ratatatata, macht die Geldzielmaschine. Yeah!